Moin Moin aus dem Bayerischen Wald. Ja, erster Tag. Erste Etappe wird sein 15 Kilometer Laufen von Gräfersberg, ich glaube so heißt es hier, an den Lusen ran, tschechische Grenze, und zwar zum Baumwipfelpfad. Ja, ich wollte eigentlich mit dem Auto fahren, aber meine Begleitung hat gemeint, nein, wir laufen dahin. Und hier, warte. Kennt ihr das? Das ist Springkraut. Wenn man hier dran geht. Achtung. Nee, das will nicht. Eigentlich ploppt das auf. Ja, sag mal wie. Eigentlich ploppen die oben auf. Die schleudern dann ihre Samen durch die Gegend. Ja, egal. Ja, Baumwipfelpfad Gräfersberg, Bayerischer Wald. Da wollen wir jetzt hinlatschen. Laufen, wandern. Heute auch mit den richtigen Schuhen. Ja, gestern waren wir mit Sandalen unterwegs. Das war etwas suboptimal. Also wir gehen Richtung Freyung. Der Ort heißt. Ja, wirklich. Also in die Richtung müssen wir auf jeden Fall. Der Ort heißt Ort. Ja, wir latschen jetzt einfach ein bisschen. Und ja, ihr seid einfach ein bisschen dabei. Bis später. Moin Moin zurück. Was da? Jo, wir befinden uns auf der Buchberger Seite. Das ist irgendwie so ein Rundwanderweg. Keine Ahnung, recht cool hier. Wir haben schon ein paar Bäumchen gesehen. Mit Biberspuren. Also Biber sind hier wohl sehr heimisch. Oh, und das ist voll die fette Spinne. Zwei Stück. Drei, vier. Wahrscheinlich seht ihr das auf der Kamera nicht, aber das sind voll fette Spinnen. Warte. Ich mach was. Doch. Nein. Doch, ich komme ja gleich wieder. Guck mal da unten. Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Seht ihr das? Ja, das sieht cool aus. Da, mir soll es irgendwie noch so eine Hängebrücke geben. So eine Hängebrücke, so mit Holz und so. Bin mal gespannt. So, inzwischen haben wir das Springkraut auch gelüftet gehabt. Warte. Jetzt will es wieder nicht. Habt ihr schon mal einen Ameisenhügel gesehen? Ja, bestimmt. Raschelt auch alles. Aber was ich euch hier eigentlich zeigen wollte, ist was ganz viel krasseres.
Und zwar guckt man geradeaus hin, seht ihr den Hügel? Da ist ein viel größerer, ein mega riesiger Ameisenhügel. Der ist, Alter, der ist voll riesig. Überall hier sind natürlich welche. Aber so ein Riesenhügel, der ist fast 1,50 Meter groß. Ja, und ich stehe schon mittendrin. Die sind schon auf meinen Füßen. Aber voll riesig. Und es raschelt und die laufen auch noch. Ich gehe wieder weg. Aber es ist voll geil. Ist so riesig.